Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dadi Next Door Box von Dadan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dadi Next Door von Dadan. Das Ganze am 29. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das neue Album von Dadan, ursprünglich sollte es ja Bipolar heißen, also das war so der erste Albumtitel, der dann einige Zeit im Umlauf war, wurde dann irgendwie geändert, auch das Artwork und Design der Box. Jetzt heißt das Ganze Dadi Next Door und kommt hier in Orange und Weiß. So, dann werden wir mal als allererstes die Folie entfernen. Wie gesagt, schon am 29. Juli erschienen, allerdings die Box ließ dann einige Tage auf sich warten und ist mit mehr oder weniger einer Woche Verspätung dann angekommen. Das ist die Box, eine schlichte Kartonbox, orange eingefärbt. Hier vorne der Schriftzug Dadi Next Door in Weiß. Ansonsten wirklich alles in Orange. Und auf der Unterseite haben wir dann noch einen Barcode und die Labels. Das Ganze erschienen über Hypnotize Entertainment. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Deckel lässt sich hier vorne aufklappen. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als allererstes haben wir einmal ein Shirt. Dann das Album an sich. Eine Karte, Special Gift steht hier, okay. Sticker. Einmal, zweimal, dreimal. Und eine Sturmhaube. So, die Box ist leer. Wie ihr seht, auch von innen schlichter brauner Karton. Packen wir wieder zusammen und legen die Box zur Seite. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch die Sachen aus den Folien holen. Die Sturmhaube, die Schienenmaske und zum zweiten Album und Shirt. So. Na. So, aber jetzt. Also orange auf jeden Fall hier die durchgängige Farbe. Das hat man hier bei den einzelnen Sachen hier durchgezogen. Und zu guter Letzt natürlich das Album. So, dann schauen wir uns das mal an. Das ist das Album, kommt im regulären Toolcase, oranges Cover, weißer Schriftzug. Und dann haben wir hier noch in der Polaroid-Optik den Interpreten. Dürfte vermutlich im Studio aufgenommen sein, hier mit einer Kamera in unsere Richtung. Auf der Seite beschriftet, orange und weiß. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben auf dem Album 13 Tracks und extrem viele Features. Unter anderem mit dabei Raf Camora, Summer Jam, aber auch Nate57, Olexesh, Monet oder auch Crow. Und zahlreiche andere. So, wir schauen mal rein. Das Booklet in orange und weiß. Was haben wir hier? Einmal das Bild, das kennen wir schon. Dann die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war hier beteiligt, wer hat hier mitgewirkt und darüber gibt es so einzelne Polaroids mit Datum. Also startet hier im April 2022. Ah nein, es geht auch in den März 2022. Dann hier noch mehr. Jede Menge Credits, weitere Polaroids. Dann noch einmal eine umfangreiche Danksagung, weitere Credits und diese Zeichnung hier von diesem Hochhaus. Gut, das war's zum Album, zum Booklet. Wir packen es zurück und kommen zur CD. Ganz schlicht in Orange und Weiß. So sieht das aus. Und hier lesen wir es auch, Orange SZN.
das war's zur CD, beziehungsweise zum Album. Dann geht's weiter mit dem Shirt. Auch dieses hier in einem knalligen Orange. So. Also wir haben hier das orange Shirt und dann hier im linken Brustbereich den Schriftzug mit weiß, da die Next Door lesen wir hier. Auf der Rückseite auch wieder dieses Hochhaus. Und hier geht es ziemlich ab. Also hier unten steht der Sportwagen. Wir sehen hier auch eine albanische Fahne. Dann da die Next Door, Hypnotize, Stuttgart, Wehrmacht Para, Orange SZN. Hier oben auf dem Dach wird vermutlich gerade einer erschossen. Ja, also hier geht's ab. Das Shirt kommt. Aha, Größe ist nicht dabei. So sieht das aus. Hier ist noch so ein Etikett dran. Aber mehr nicht. Eventuell haben wir ja auf der Unterseite noch was. Ja. Genau. So, 100% Baumwolle. Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und das Ganze, ich würde mal sagen, nachdem man die Größe ja nicht auswählen konnte, ist das Ganze ein Größe L-Shirt. Und ist auch für ein L ziemlich großzügig geschnitten. Also ein Oversize- bzw. Loose-Shirt. Und dementsprechend sehr locker. So, packen wir zusammen. Und kommen zum nächsten Inhalt, der wenig überraschend auch wieder in Orange ist. Passend zum Shirt, wenn auch nicht so dunkel, aber auch wieder Orange. Hier der Schriftzug wieder Daddy Next Door. Und dann haben wir hier oben einen Schlitz für die Augen vermutlich. Und der Rest, ja, ist hier wirklich durchgängig geschlossen. Wir schauen mal rein. Hypnotize Entertainment GmbH. So, was lesen wir hier? 100% Acrylwolle. Wo das hergestellt ist, steht nicht genau. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Ja, also da kann man dann zu dem Shirt passend auch noch die Skimaske, die Sturmhaube hier anziehen. Dann ist man hier komplett in Orange. Dann haben wir etwas Besonderes und zwar lesen wir hier Special Gift, so in der Größe einer Postkarte, einer Autogrammkarte. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Code. Bewahre diesen Code gut auf, in Kürze erwartet dich eine Überraschung. Mehr Infos folgen @dadan. Ja, wenn dann die Zeit reif ist, werden wir mal sehen, was sich hinter diesem Code verbirgt. Und zu guter Letzt haben wir dann noch 3 Sticker mit dabei. Einmal hier diese Spirale, das Hypnotize Logo kreisförmig. Dann einmal hier Daddy Next Door Deluxe im Rechteck. Und dann noch der Hypnotize Schriftzug. Natürlich alle 3 Sticker hier in Orange und Weiß. So, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben 3 Sticker. Dann diese Karte hier mit dem Code, dem sogenannten Special Gift. Die Skimaske in Orange mit dem Daddy Next Door Schriftzug, ebenso wie das Shirt. Wie gesagt, ich würde sagen Größe L. Und natürlich mit dabei das Album im Jewel Case mit 23 Tracks und jeder Menge Features. So, das alles in dieser wunderbaren Box, Daddy Next Door von Dadan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dadan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.